Mahlzeit, mein Name ist Balfour und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Reaction. Ich möchte euch heute wieder ein paar Newcomer vorstellen. Was heißt ein paar? Also eine Newcomer-Band. Blood Honey, die nicht Horny, sondern Honey wie Honig. Die Jungs kommen hier aus dem Ruhrgebiet und ein Teil der Band war vorher in der Reverse-Band, also in der Formation. Die haben sich dann leider aufgelöst und machen jetzt, wie gesagt, in anderer Konstellation mit Frischfleisch dazu und so weiter weiter. Ich muss auch ehrlich gestehen, ich habe noch nicht reingehört, aber Reverse haben mir damals ganz gut gefallen und daher gehe ich jetzt erst einmal mit Vorschussvertrauen in diese Reaction und schaue mir das Ganze jetzt erstmal an. Ja, wie gesagt, wird wahrscheinlich, hoffe ich, wieder aus dem Bereich Rock und Metal sein und ja. Alles Weitere besprechen wir dann gleich im und nach dem Video. Alle wichtigen Links, die ihr braucht zur Band, zu mir, zu meiner Homepage, Instagram und zu meiner Konzertfotografiererei, findet ihr unten im Infopanel. Ansonsten euch und mir wie immer viel Spaß. Sieht schon mal nach Rockband aus, ja. Richtig. Also, erste paar Sekunden, schon mal sehr spannender Sound. Auf jeden Fall richtig schön oldschoolig, richtig. Ich möchte den positiven sage ein po richtig schönes Geschrömmel. Nice. Und auch Punkt, den wir anspreche, musikalisch Stimmlage auf jeden Fall schon mal mindestens auf zwei Ebenen. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ja, auf jeden Fall bis jetzt. Also, ich bin mal gespannt, wie jetzt der kreative Mittelpart des Songs läuft, weil bisher bin ich wirklich, wirklich positiv überrascht. Also, der Song geht echt gut nach vorne, richtig geiler Sound, so ein bisschen dirty halt. Ja, nice. Also, ich habe mit weniger gerechnet, also ohne den Jungs jetzt was Böses zu wollen, aber ne, so als Erstlingswerk oder als neues Ding, was man raushaut. Hätte ich jetzt nicht gedacht, wäre ich so über das Video gestolpert, hätte ich gedacht, die Jungs würden schon so den ein oder anderen Song machen. Ich meine, gut, sie haben wahrscheinlich auch schon von den Vorbands Musikerfahrung. Das merkt man dann so ein bisschen, aber nice.
diesem Part so cool mit dieser der Gitarrensound. Das ist hört man raus, macht's irgendwie ein bisschen special. Finde ich sehr cool. Ja, nice. Also, wie gesagt, ich bin wirklich, wirklich. Wir machen jetzt mal hier ein schönes Hintergrundbild von der Band. Wo haben wir es? Ihr wisst ja, ich mache das ganze Kacke hier Ding mache ich ja immer live und in meistens ohne Schnitt dazwischen, damit es auch mal sehr authentisch wird. Ich bin halt kein Freund von 26 Schnitten. Aber so, jetzt kommen wir zu dem Essenz. Wie gesagt, Song selber bin ich sehr von positiv überrascht, gerade von diesem sehr speziellen Sound der Gitarren. Ist halt so ein bisschen oldschoolig, dirtig. Richtig cool. Location, Musikvideo passt okay, ne? Gerade für so eine junge Nachwuchsband habe ich tatsächlich auch weniger erwartet, ne? Man geht ja dann, wenn man hört, okay, das ist der erste Song, so den wir raushauen, oder einer der ersten Songs, die wir raushauen. Da habe ich mir keine große Erwartung, weil es im Moment einfach sehr schwierig ist, weil ja auch einfach noch die Live-Szene und der ganze Markt noch von, ich sag mal, den Nach-Corona-Wehen so ein bisschen überschwemmt, geflutet und unruhig ist. Aber ja, nice, Leute. Gerne weiter so machen. Ich möchte euch an dieser Stelle auch, da werde ich euch aber nochmal anschreiben, direkt nochmal ein Interview anbieten, wenn ihr da Bock drauf habt. Weil ich würde mich doch tatsächlich, das interessiert mich jetzt, wie ihr auf diesen geilen Gitarrensound gekommen seid, was euch dazu inspiriert hat, etc. Und natürlich auch, wie es jetzt demnächst weitergeht mit euch, gerade in Bezug auf dieses Konzert- und Festivalsommers. Wie gesagt, da schon mal mein Angebot, ne? Da würde ich gern mit euch mal drüber quatschen in einer gemütlichen Runde. Und wenn es klappt, erscheint das Ganze natürlich hier auch auf dem Kanal. Aber ja, nice, nice, nice. Das war's. Also, ich habe eigentlich nicht mehr viel zu sagen. Ich freue mich immer noch. gut. Wenn ihr mehr über die Jungs erfahren wollt, unten sind die wichtigen Links, Instagram und natürlich auch das Originalvideo, wo ihr dann einfach zur Band hinkommt. Ich bin jetzt raus, genug der Werbung und ja, würde mich freuen, wenn ihr die Jungs noch einmal unterstützt mit einem Klick jetzt. Gerne könnt ihr natürlich auch noch bei mir ein paar Sachen gucken. Ich bin raus, euer Balfemore. Bis dann, ciao.